Willkommen bei einer neuen Folge von Fisch und Krebs. Ich will euch heute mal wieder einen Knoten zeigen. In einer der letzten Folgen habe ich euch ja schon meinen absoluten Lieblingsknoten zum Anbinden von allen möglichen Teilen gezeigt. Und heute will ich euch einen Knoten zeigen, der auch ultra einfach ist, was ich aber sehr, sehr wichtig finde, damit ihr ihn immer und überall zuverlässig binden könnt, nämlich einen Schlaufenknoten. Schlaufenknoten braucht ihr immer, wenn ihr irgendwas zum Beispiel in einen Wirbel einhängen wollt, für sämtliche Vorfächer und so weiter. Ich benutze hierfür schon seit Ewigkeiten immer denselben Knoten, der total einfach ist und für alle Schnurtypen geeignet ist. Und ich muss sagen, der ist mir noch nie aufgegangen. Zuerst legt ihr natürlich so eine kleine Schlaufe. Das ist die Basis. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Also ihr nehmt die, so hier eine Schlaufe. Und dann nehmt ihr diese Schlaufe und bildet mit dieser Schlaufe quasi wieder so eine kleine Schlaufe, wenn man so will, doppelt. Und dann, wie bei einem normalen Knoten, ich denke, so kann man es gut sehen. Ich nehme mir ein bisschen mehr Schnur jetzt, nur um es besser zeigen zu können. Wie gesagt, eine Schlaufe legen. Und dann führt ihr diese Schlaufe wie bei einem einfachen Schlaufenknoten quasi, einmal hier durch. Und dann macht ihr Folgendes, und das ist eigentlich schon der ganze Trick. Ich versuche es ein bisschen ordentlicher hinzulegen, Moment. So. Ihr seht, ich habe jetzt diese Schlaufe einmal hier durchgefädelt. Und dann, und das ist schon der ganze Trick, zieht ihr jetzt noch nicht zusammen, jetzt könnt ihr den ja schon zusammenziehen, sondern führt die Schlaufe noch ein zweites Mal hier durch. Ganz wichtig bei geflochtenen Schnüren zum Beispiel, weil die ja gerne mal durchrutschen und so weiter, dann zieht ihr das Ganze zusammen. Und das war's. Wie gesagt, ist ein total einfacher Knoten, sieht immer sehr, sehr sauber aus, sieht man, denke ich, gut. Ich zeige ihn gleich nochmal an der dicken Schnur. Und dadurch entsteht eine nicht zuziehende, wirklich bombenfest haltende Schlaufe. Falls man es nicht so gut sehen konnte mit der kleinen Schnur, zeige ich es nochmal übertrieben, hier in groß. Wie gesagt, ihr legt so diese beiden Seile quasi nebeneinander, bildet dann hier unten eine Schlaufe. So, ja, ich denke, so sieht man es besser. Und dann fädelt ihr die Schlaufe einmal und noch ein zweites Mal durch und zieht das Ganze zusammen. Wie gesagt, ich würde euch gerne einen längeren und komplizierteren Knoten zeigen, aber der hier ist einfach super für alle Schnüre geeignet. Ihr seht das, denke ich, auch. Der ist immer stabil, zieht sich nie zusammen und ist ultra einfach zu binden. Das hier könnt ihr jetzt noch abschneiden, das überstehende Ende, wenn man das will. Und dann hat man einen sauberen Schlaufenknoten.